Ja, hallo, mein Name ist Karl Ede, ich bin der Leiter der Neurotunes-Akademie und was wir heute machen, das ist eine Gehirntrainingsübung. Wir hier in der Akademie, wir machen ja Ausbildungen zum Mentaltrainer, zur Mentaltrainerin und auch andere Ausbildungen. Aber was ganz wichtig ist beim Mentaltraining, ist auch das Gehirntraining und dazu machen wir jetzt eine Übung. Am besten lernt man diese Übung, wenn man gleich mitmacht, fühl dich da gleich eingeladen dazu und zwar gehen wir in die Fabelwelt. Die Übung heißt der Jäger und der Hase. Mit dem rechten Arm, mit der rechten Hand mimmen wir den Hasen. Also die zwei Finger sind die Löffel und mit der anderen Hand, die stellt den Jäger dar mit dem Schießgewehr. Das Schießgewehr zielt auf den Hasen. Ja, das ist so die Ausgangsposition. Und jetzt passiert Folgendes. Die zwei haben eine psychische Störung, ein Identitätsthema, oder eine multiple Persönlichkeitsstörung. Auf jeden Fall machen sie einen Rollentausch. Das schaut so aus. Und dann wieder zurück. Ja, kannst du das? Schwierig? Ich verrate dir ein Geheimnis. Das ist nur am Anfang schwierig. Wenn man das ein paar Mal übt, und zwar gehirngerecht übt, dann wird das leichter und leichter. Man kann das relativ schnell. Versuch's mal in meinem Tempo jetzt. Rechte Hand ist wieder der Hase, die linke der Jäger. Und jetzt machen wir diesen Rollentausch ganz langsam. Es ist wichtig, langsam zu üben, aber dafür richtig. Und dann wieder zurück, ganz langsam. Es gibt so einen Grundsatz oder eine Grundregel beim Gehirntraining oder beim gehirngerechten Lernen, der heißt, wer langsam übt, lernt schnell. Das heißt, ganz langsam üben, immer wieder mal, vielleicht 2-3 Mal am Tag, das 2-3 Tage lang, und dann merkt man wirklich nach kurzer Zeit schon, es geht schneller und geht schneller. Also das ist die Übung vom Jäger und vom Hasen. Viel Freude beim Üben. Jetzt kann man sich noch die Frage stellen, ja, was bringt mir das? Und das ist eine sehr, sehr gute Übung dafür, das Gehirn zu vernetzen. Also einerseits werden beide Gehirnhälften benutzt, das heißt, man denkt ganzheitlicher, aber es entstehen auch neue Synapsen, neue neuronale Netzwerke. Und das heißt, steigert die kognitive Leistungsfähigkeit, also meine Intelligenz, kann man so sagen, mit so einer einfachen und banalen Übung. Natürlich ist das gut, wenn man mehrere Übungen macht, also viele davon. Und du findest auf unserer Website auch einige davon. Vielleicht hast du Lust und schaust mal auf der Neurotunes Website vorbei. Viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal.